Gut, meine Lieben. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam shehakol nehyeh bidvaro. Amen. Es gibt Dinge auf der Welt. Wir reden heute darüber und wir sagen, oh, das war von früher, das gab es einmal. Das gab es damals und heute ist das völlig irrelevant. Eines davon ist, das ist unser Parashat bespricht, Parashat Mishpatim beginnt mit den Vorschriften über den Sklaven. Er wird gedreht, ja? Der jüdische Sklave, der nicht-jüdische Sklave. Und für euch ist das alles nicht aktuell, weil es gibt heute keine Sklaven, das ist auch verboten. Aber wenn wir zurückgehen vor 3300 Jahren zu dieser Zeit, das war völlig normal, dass alle Sklaven haben. Alle Völker hatten Sklaven. Die Welt wurde aufgebaut durch Sklaverei. Was ist Sklaverei? Ein Mensch, der keine Rechte hat. Ein Mensch, den man wie einen Gegenstand behandelt. Man kauft ihn, man verkauft ihn. Man kann ihn schlagen, verhungern lassen und so weiter. Eine unangenehme Sklaven sind rechtlos. Ich habe letztens gehört, in irgendeinem Land in Europa, vielleicht in den Niederlanden, hat man etwas Revolutionäres festgelegt, das Gericht, dass Tiere sind fühlende Wesen. Das heißt, Tiere haben Rechte. Sie haben Rechte. Dort hat man entschieden, dass Tiere, ich weiß nicht, ich glaube Hunde, nicht alle Tiere, sind fühlende Wesen und haben automatisch Rechte. Tierrechte, das ist einzigartig, das gibt es auch noch nicht, dass man Tieren Rechten zuschreibt. Gell? Sklaven zu jener Zeit, ein Sklave hat überhaupt keine Rechte gehabt. Nicht einmal so wie heute in gewissen Ländern Tiere Rechte haben. Hat keine Rechte, gar nichts. Und zu dieser Zeit haben wir die Tora bekommen. Und die Tora redet auch über Sklaven. Aber das Revolutionäre der Tora ist, dass die Tora in so einer Zeit, wo Sklaven wie Tiere behandelt wurden, sie spricht den Sklaven Rechte zu. Ja, heute alles nicht mehr relevant, aber zur Zeit der Tora war das etwas Revolutionäres. Dass ein Sklave Rechte hat, dass ein Sklave Grundrechte hat, wir werden gleich sehen, welche Dinge, das ist eine sehr revolutionäre Sache. Und Bemet, das ist die ganze Parasha. Wir lesen Parashat Mishpatim. Parashat Mishpatim redet alles über zwischenmenschliche Sachen. Das darfst nicht stehen, morden, wie man geht bei Rechtsstreitereien, wenn es um Geld geht, wie man jemanden schlägt, Entschädigungsgelder und auch die Gesetze des Sklaven fallen rein in diese Parasha. Die Tora sagt, ein Sklave hat Recht. Das ist die ganze Parasha redet hier von einem Rechtssystem zu einer Zeit, wo das war alles, die Leute haben gemacht, was sie wollten. Es gab keine Rechte, es gab Kämpfe, Gladiatorenkämpfe, der eine hat den anderen umgebracht. Mord war erlaubt, Diebstahl war erlaubt, alles eine Anarchie und jeder, nur der Stärkere hat gewonnen, wie in den Gesetzen der Natur. Und kommt die Tora zu seiner Zeit und erklärt uns, es gibt sowas wie Recht, es gibt Ethik, es gibt Moral. Auch heute noch, wo wir eine sehr kultivierte, zivilisierte, moralische Welt sind, erstens, das alles kommt von der Tora, das alles baut auf der Tora auf. Und zweitens, heute baut man auch Dinge, die man heute für richtig hält und ethisch hält. Wir sehen, wie oft Dinge manipuliert werden, wie oft Dinge falsch gemacht werden. Letztens habe ich gesehen, der Massenmörder aus Niederlande, dann Schweden, ich weiß nicht. Breivik. Er war ja 10 Jahre jetzt im Gefängnis. Ihr kennt die Geschichte? 10 Jahre? Ja, das war. Er hat 97 Menschen umgebracht. Ganze Geschichte. Ein Rassist. Und der nach 10 Jahren, er hat bekommen lebenslang. Das ist dort 21 Jahre. Man kann es verlängern, aber ja. Und der nach 10 Jahren hat Anspruch darauf, zu plädieren auf eine Verkürzung. Dort, und ich habe das ein bisschen nachverfolgt, und dort das Argument, ihn zu befreien, ist, dass er keine Gefahr mehr für die Gesellschaft ist. Nur das umgebracht hat 77 Menschen, ist nicht Grund genug, dass er im Gefängnis sterben muss. Das ist kein Grund. Was ist der Grund? Er darf nicht mehr eine Gefahr sein. Sprich, wenn er nach 10 Jahren keine Gefahr mehr ist, dann musst du ihn rauslassen. Obwohl er... Und die Namen und die Menschen sagen noch, im Namen der Demokratie ist das richtig. Weil auch so ein Mensch hat Rechte.
Auch so ein Mensch darf wieder raus. Auch so ein Mensch nach 10 Jahren darf alle 5 Jahre appellieren, auf, dass er raus darf. Und die, dort die Leute, die Rechtsvertreter sagen, das ist die Demokratie, das ist die Stärke der Demokratie. Auch so ein Mensch hat Rechte. Laut dem Torah-Gesetz, so ein Mensch darf gar nicht mehr am Leben sein. Ja? Ein Mensch verliert irgendwann mal seine Grundrechte, wenn er nicht mehr ein Mensch ist, wenn er sich benimmt wie ein Monster. Und wir sehen auch in unserer, auch die Rechte, die heute die Menschen haben, sind manchmal so verdreht und manchmal so falsch. Und die Leute glauben noch daran, dass sie die allerbesten Menschen sind und wissen, was richtig und falsch ist. Nichtsdestotrotz, wie dem auch sei, alles am Schluss kommt von der Torah. Und die Torah schreibt auch Sklavenrechte zu. Schauen wir uns an damit ein bisschen die Rechte der Sklaven und was wir natürlich daraus lernen für hier und jetzt. Zuallererst einmal müssen wir wissen, dass laut der Torah, die Torah unterscheidet zwischen zwei Arten von Sklaven. Es gibt einen jüdischen Sklaven, Evet Ivri, und es gibt einen nicht-jüdischen Sklaven, Evet Knani. Wir werden über beide reden. Laut der Torah, ein jüdischer Sklave ist jemand, der erstens sich zum Sklaven verkauft hat, sich selber zum Sklaven verkauft hat, weil er nicht Geld hat. Er ist ein armer Mann, er hat kein Geld und er braucht ein Dach über dem Kopf. Er braucht einen Platz zum Schlafen, er braucht etwas zu essen. Und die allerbeste Möglichkeit ist, dass er ein Sklave wird. In dem Moment, wo er ein Sklave ist, sein Herr muss sich um ihn kümmern. Und nicht nur irgendwie so um ihn kümmern, er muss sich um ihn gut kümmern. Bis die Gemara sagt, Hakone Evet, Kone Adon Leatzmo. Jemand, der sich einen Sklaven kauft, kauft sich einen Herrn. Er hat einen Herrn über sich gekauft. Jetzt muss er ihm zu essen geben. Er muss ihm genau das geben, was er bekommt. Wenn er weißes Brot isst, muss er ihm weißes Brot geben. Wenn er schläft auf so einem Bett, muss er so einem Bett schlafen. Nicht nur das, er muss ihm sogar zuerst geben, bevor er selber isst, der Herr. Also es gibt gute Bedingungen, aber er ist ein Sklave. Er ist ein Sklave, er kann nicht machen, was er möchte. Er kann nicht rein, raus, er muss das sagen, was man ihm gibt. Oder zweite Option, das Gericht verkauft ihn, den Menschen zum Sklaven. Wann? Wenn er ihn gestohlen hat. Er hat gestohlen, wir reden nicht über Mord oder so, ein Dieb. Er hat gestohlen, man erwischt ihn und jetzt laut dem Torah-Gesetz, er muss zurückzahlen. Und wenn man ihn erwischt, muss er das Doppelte zurückzahlen, wenn man erwischt wird. Kefel, er kann nicht zurückzahlen. Kein Geld. Was machen wir? Das jüdische Gericht verkauft ihn als Sklaven. Das Geld, das man bekommt, gibt man demjenigen, dem er geschadet hat, dem er gestohlen hat. Und der Herr nimmt ihn als Sklaven zu sich. Und er arbeitet für ihn. Er ist eine Arbeitskraft. Er muss ihm nichts zahlen, aber er muss sich um ihn kümmern. Essen, trinken, alles, was er braucht, er muss ihm geben. So, jetzt. Wenn dieser jüdische Sklave verheiratet war, er hat Frau und Kinder, warum? Wer kümmert sich um die? Jetzt, der ist ein Sklave. Er arbeitet bei ihm, er hat ja kein Geld. Er kann nicht Geld schicken. Wer kümmert sich um die Frau und Kinder von dem einen Sklaven? Auch der Herr. Der Herr, der ihn gekauft hat, muss jetzt ernähren auch seine Frau und Kinder von diesem Sklaven. Weil jemand muss sich um sie kümmern. Okay? Also wir sehen auch, er ist zwar ein Sklave, aber er hat Rechte. Und seine Familie hat Rechte. Und der Herr nimmt die also viel auf sich. Und die Idee dahinter, das ist die Idee dahinter. Wir werden gleich sehen, es ist nicht ideal, ein Sklave zu sein. Es ist nicht eine ideale Sache. Aber die Idee dahinter ist, dass erstens, wir können Menschen helfen, dass sie nicht auf der Straße herumlaufen, weil sie keinen Platz haben. Zweitens, wir können Leute, die Diebe sind, wir können ihnen die Möglichkeit geben, sich zu rehabilitieren in einer Familie, nicht im Gefängnis zu schmoren. Wenn heute jemand macht einen Blödsinn, was machst du mit ihm? Steckst ihn ins Gefängnis. Dann nach einer gewissen Zeit versuchst du, ihn auf die richtige Bahn zu bringen. Das Judentum im Vorhinein, das Gefängnis schließt aus. Es gibt im Judentum überhaupt kein Gefängnis. Im ganzen Recht, in der Torah, gibt es nicht ein Gefängnis. Es gibt nicht eine Strafe, für die es Gefängnis gibt. Es gibt nur eine einzige Sache, wo es ein Gefängnis gibt. Das ist, wenn jemand etwas verbrochen hat und er hat jemanden geschlagen und er ist jetzt, er schwitzt sich schon Leben und Tod. Und je nachdem, was mit ihm passiert, bekommt er seine Strafe. Untersuchungshaft. Genau, es gibt Untersuchungshaft. Er bleibt dort eine Zeit lang gefangen
bis man sieht, was mit ihm passiert ist. Aber das ist nicht als Strafe. Es gibt kein Gefängnisurteil, weil der Gefängnis ist sehr lächerlich. Dort kommst du als noch größerer Verbrecher raus, als du reingekommen bist. Hast du nichts davon. Und auch dieser Dieb, anstatt dass wir ihn ins Gefängnis stecken, er kommt in eine Familie, er schaut, wie das ist, jüdisch zu leben. Frau, Kinder, sagt, ah, ein Leben möchte ich haben. Also das, aber Sklave, man zwingt niemanden, ein Sklave zu sein, sondern entweder dadurch er zahlt seine Schuld zurück, wenn er geklaut hat, oder er verkauft sich selber, um Rechte zu haben. Gut. Wie lange ist er denn ein Sklave? Höchstens 6 Jahre. Ein Mensch wird zu einem Sklaven höchstens 6 Jahre. Nicht für die Ewigkeit. 6 Jahre wird er ein Sklave und dann beschnatt Haschmita. Wir haben jetzt Schmita ja zum Beispiel, im 7. Jahr. Er kommt frei. Ohne bedingungslos. Ohne, dass er Geld zahlen muss oder irgendwas. Er kommt frei. Er kommt frei und ist ein freier Mann. Er hat nur seine Schuld beglichen. So, die Treue erzählt uns von einer Situation, dass er gar nicht freikommen möchte. Er sagt, ich liebe meinen Herrn. Wie gefällt es hier? Ich möchte noch bleiben. Stellt euch vor, ein Sklave möchte weiter Sklave bleiben. Wenn wir uns, ja, denken wir an die Sklaven, die wir kennen aus den Geschichtsbüchern oder aus den Filmen, kennen. Ja, dort, die Sklaven möchten weglaufen. Und dieser Sklave sagt, ich möchte bleiben. Ich habe den Herrn lieb geworden, sehr willig geworden. Ich möchte, wie gefällt es? Ich bin ein Teil der Familie geworden. Was machen wir mit ihm? Die Tora sagt nicht, nein, du musst raus. Nein, die Tora hat eine ganze Parasha. Lesen wir zu Beginn von Parasha. Man nimmt ihn zum Gericht einmal, dass man sein Urteil fällt. Dann das Gericht entscheidet, man muss ihn zur Tür nehmen, man nimmt sein Ohr, legt es an die Tür, an den Türpfosten, dann macht man ihm ein Loch ins Ohr, und dann hat er wie ein Zeichen dafür, er wollte weiter ein Sklave bleiben, das soll für ihn sein wie eine Brandmarkung. Warum? Weil, wie, du willst ein Sklave sein? Gott hat uns doch die Tora gegeben. Und dein Ohr, warum das Ohr? Dein Ohr hat gehört am Berg Sinai. Anochi Hashem Elokecha, ich bin der Herr, dein Gott. Ich bin dein Herr. Nicht ein Mensch ist über dich ein Herr. Ich habe dich aus Ägypten rausgeführt, damit nicht ein Mensch über euch herrscht, sondern ich über euch herrsche. Und du kommst und freiwillig willst ein Sklave sein. Weil jetzt ist er schon freiwillig. Die ersten 6 Jahre, aber jetzt, er muss er nicht. Und deshalb das Ohr, das gehört hat, soll ein bisschen gezwickt werden. Das ist für ihn Kilo eine Brandmarkung. Er war nicht okay. Warum ist es gerade an der Tür, neben der Mesusa? Ja, denn Gott hat ja, und die Tür ist ja unser Zeuge gewesen, dass Gott uns aus Ägypten gerettet hat, bei der Plage der Erstgeborenen. Gott hat ja übersprungen unsere Türpfosten, wo das Blut war. Also die Tür war der Zeuge und unser Ohr hat es gehört, dass Gott uns aus Ägypten befreit hat, damit er unser Herr ist und wir nicht andere Herren über uns haben. Und deshalb, die Tür, neben der Tür macht man das und deshalb beim Ohr macht man das. Und wie lange bleibt der Sklave dort? Wie lange bleibt er jetzt dort? 10 Jahre. Die Tora sagt Leolam, für die Ewigkeit. Was ist aber Leolam? Bis Schnatter Jovel. Bis zum Juweljahr. Juwelja ist das 50. Jahr. Wir haben einen Zyklus. Immer wir zählen 7 Jahre. Dann gibt es Schmita. Und das Ganze wiederholt sich 7 mal 7. Haben wir 49 Jahre. Das 50. Jahr ist das Juweljahr. Juwel. So heißt das. Und dort, alle gehen raus. Auch dieser eine, der bleiben wollte, am 50. Jahr gibt es keine Verlängerung. Er muss rausgehen. Denn 50. Jahr. Gut. Also entweder 6 Jahre und dann raus oder spätestens im 50. Jahr. Und wie wir gesagt haben, ein Sklave hat gute Bedingungen. Er ist dort, er wird ernährt. Nicht nur, dass sein Herr darf ihm nicht geben eine niedrige, schmutzige Arbeit. Ja, die Gemara sagt, dass ein Mann, du nimmst dir einen Sklaven, er darf nicht hinter dir gehen und deine Sachen tragen für Beit Mirchatz, für die öffentliche Dusche. Früher gab es keine Duschen zu Hause. Siehst, ja? In alten Wohnungen bis heute sind die Toiletten draußen. Heute noch. Früher gab es das überhaupt nicht. Du bist sogar an einen öffentlichen Platz, dort haben alle geduscht.
Dort gab es eine Sauna oder was auch immer. Die Dusche war im öffentlichen Platz. Und die Gemara sagt, das ist eine niedrige Arbeit, eine demütigende Arbeit, wenn dein Sklave hinter dir geht und dein Zeug mitnimmt zur Dusche. Sollst du nicht machen. Ein Sklave verdient Respekt, Kilo. Gib ihm ordentlich arbeiten. Und der Sklave muss sehr, sehr gut behandelt werden. Also so viel zu dem jüdischen Sklaven. So, aber die Tora erzählt uns auch über den nicht-jüdischen Sklaven. So, jetzt könntet ihr denken, oh, mit den Juden ist die Tora gut. Was ist mit den nicht-jüdischen Sklaven? Dort sicher dürfen wir sie auspeitschen, dürfen wir sie fertig machen, wie wir kennen, ja, aus all den Filmen und den Geschichtsbüchern. Aber Zelon Nachon, der nicht-jüdische Sklave, hat weniger Rechte, aber der nicht-jüdische Sklave hat auch Rechte. Er hat Rechte. Welche Rechte hat er? Er darf sich selber freikaufen. Er muss nicht bleiben so lange. Er darf sich freikaufen. Ja, wenn er das Geld hat, oder wenn jemand ihn freikaufen möchte, er darf. Er muss nicht bleiben für die Ewigkeit. Auch der jüdische Sklave nebenbei, man kann ihn freikaufen. Nach einem Jahr auch schon. Er selber darf sich freikaufen. Wenn er irgendwie, er erbt zum Beispiel, sein Vater ist gestorben, er hat Geld geerbt als Sklave, er kann sich auch freikaufen. Also man kann sich immer freikaufen. Auch der nicht-jüdische Sklave, er darf sich freikaufen. Und man darf ihn nicht verletzen, man darf ihn nicht misshandeln, man darf ihn sicher nicht töten. Wenn man ihn tötet, wird man dafür getötet. Das ist Mord. Ich rede von nicht-jüdischen Sklaven. Das heißt, also auch der nicht-jüdische Sklave hat Rechte. Ein bisschen weniger als der jüdische Sklave. Aber er hat schon Recht. Also wir sehen hier, wie die Tora, das Ganze, wir sagen heute Sklaven, oivavoi. Aber gehen wir zurück zu der Zeit, als wir diese Gesetze bekommen haben. Ein Sklave war weniger als ein Hund. Und die Tora gibt diesen Menschen, diesen eigentlich sehr armseligen Menschen, sie gibt ihnen Grundrechte, von denen die Welt erst viel, viel, viel später wird die Welt draufkommen, dass auch ein Sklave Grundrechte hat. Darf nicht vergessen, vor 200 Jahren, 150 Jahren, haben die Amerikaner sich bekriegt, amerikanischer Bürgerkrieg, 5 Jahre mit zigtausenden Toten, deswegen, weil 11 Staaten im Süden die Sklaverei nicht aufgeben wollten. Das heißt, die dort, ich weiß nicht, wie es war, wieso auf der Welt, vielleicht waren die Amerikaner hier recht spät, in der westlichen Welt, leider, aber die haben so lange gebraucht, um zu checken, Sklaverei ist etwas Verbotenes. Okay? Und die Tora redet schon über Rechte der Sklaven, vor 3.100 Jahren. Gut, aber gehen wir auf die Frage an sich ein. Warum die Tora aber überhaupt erlaubt das? Es ist ja nicht ein Ideal. Ein Mensch wird ein Sklave aus nicht guten Gründen. Warum die Tora erlaubt Sklaverei überhaupt? Wäre es nicht richtiger zu sagen, keine Sklaverei? Ihr dürft keine Sklaven haben? Wie heute zum Beispiel. Heute, laut dem Gesetz von heute, dürften noch wir keine Sklaven mehr haben. Die Tora erlaubt es zwar, aber wir dürften in heutigem Stand keine Sklaven mehr haben, weil es in der Welt nicht mehr üblich ist. Das wäre Chilul Hashem. Alle haben keinen und wir haben, das ist verboten. So wie früher war es ja laut der Tora erlaubt, mehr als eine Frau zu haben. Das Tora-Gesetz war das erlaubt, früher, weil früher war das normal. Heute ist das verboten. Obwohl, die Tora gibt diese Option, weil es passt nicht mehr in unsere Zeit. Also heute wäre Sklaverei verboten. Aber warum die Tora hat es nicht in Feuern verboten? Keine Sklaverei, fertig. Die Tora gibt ihnen Recht, aber sie hätte es verbieten sollen. Der Rambam, Rabbi Moshe ben Amon, bringt eine sehr interessante Erklärung, der sagt so. Die Tora hält Sklaverei für schlecht. Laut der Tora ist Sklaverei nicht etwas Gutes. Nicht wünschenswert. Aber nichtsdestotrotz, die Tora hat es nicht verboten, weil die Welt dafür nicht bereit war. Die Menschen waren dafür nicht bereit. Heute haben wir Maschinen, die machen alle unsere Arbeiten. Also setzt euch zurück in eine Welt, wo es keine Maschinen gab. Es gab nur Menschen, die gearbeitet haben. Und die Welt könnte gar nicht aufgebaut werden ohne Sklaven. Es ist brutal, aber das ist Fakt. Die antike Welt konnte nie aufgebaut werden ohne Sklaven. Das würde nie gehen. Und auch in den USA, was dort steht heute, ist auch nur wegen Sklavenarbeit.
Und auch was in Europa, alles was in der Welt gibt, ist, weil es Arbeitskräfte gab, die 15 Stunden gearbeitet haben. Tag und Nacht. Und das war nicht teuer, sie haben nichts gekostet. Und deshalb ist das alles. Also die Torah hat gewusst, wenn es ein Sklavenverbot gäbe, es würde nicht funktionieren. Die Menschen würden sich nicht dran halten. Al-Sekatuf, die Bra, Torah, Keneged Yetzer. Die Torah hat das erlaubt, um den Yetzer, unsere Begierden, ein bisschen stillzulegen. Wir finden das noch wo in der Torah. Es gibt noch ein Gebot in der Torah, das wir alle kennen, wo die Torah auch nur erlaubt hat, weil die gewusst hat, die Menschen könnten nicht standhalten. Welches Gebot? Ishat Eshet Yifat Torah. Eine Frau, ja, wenn man in den Krieg zieht. Man zieht in den Krieg und man nimmt Gefangene und dort sieht ein Soldat, ein Krieger, eine schöne Frau, eine nicht-jüdische Frau, und er will sie haben. Kommt die Torah und erlaubt ihm, sie zu nehmen. Er muss nach einem gewissen Prozess, ja, er muss da Giur, Übertritt und so weiter, und die Torah erlaubt dem Krieger das zu machen, weil sie weiß, wenn sie ihm das nicht erlaubt, der wird es sowieso machen auf eine verbotene Weise, so wie sie das nicht möchte. Und wir hören uns das an, wir sagen, wie kann das sein? Das ist ja Kilor. Aber die Torah sagt, die Bra, Torah kann nicht erzählen. Die Torah hat das nur erlaubt, um den Yetzerah stillzulegen, damit er dich in Ruhe lässt. Aber befürwortet das die Torah? Nein, die Torah befürwortet das nicht. Sie findet das nicht okay. Sie erlaubt es, aber das heißt nicht, dass sie es okay findet. Und die Torah erzählt uns auch dort die schlechten Konsequenzen dadurch. Dass von so einer Beziehung wird ein Sohn geboren, Ben Sorero More, ein Verdorbener. Das heißt, die Torah geht auch darauf ein, was, wenn du diese Dinge tust, die die Torah zwar duldet, aber nicht für richtig findet, hat das auch schlechte Konsequenzen. Und so war das auch mit der Sklaverei. Sklaverei war nicht etwas Gutes. Und die Mishnah, Pirkei Avot, sagt es ausführlich, Marbe Avadim, Marbe Gesel, jemand, der Sklaven mehrt, er mehrt Diebstahl und Gaunereien. Die Mishnah, Pirkei Avot, zählt 10 Dinge auf, dass wenn ein Mensch zu viel davon hat, welche Probleme ihm das macht. Und eines davon, ein Mensch hat viele Sklaven, er mehrt dadurch viel Diebstahl, viel Gaunerei und so weiter. Also Sklaven halten ist was Gutes. Aber die Torah hat sie toleriert es. Wir lernen von hier eine sehr große Sache. Es gibt in unserer Welt gibt es so einen Spruch, der ist so: Wenn ich ein Recht auf etwas habe, muss ich das machen. Kennt ihr die Leute? Das ist mein Recht, meine Meinung zu sagen. Was die Leute sofort assoziieren damit, ist, ich muss das sagen. Wenn ich das nicht mache, nütze ich mein Recht nicht aus. Ich bin nicht ein Freier. Ich habe ein Recht. Ich muss ausnützen. Ja, die Menschen glauben, wenn sie ein Recht auf etwas haben, dann müssen sie das ausleben. Wenn sie es nicht ausleben, machen sie nicht Gebrauch von ihrem Recht. Deshalb machen die Menschen viel Blödsinn, nur weil sie sagen, nur weil sie es dürfen. Die Torah sagt anders. Sagt dann, das, was du darfst, ist nicht, dass du musst. Und das heißt nicht auch, dass es richtig ist. Du hast gewisse Rechte, weil die Torah versteht, dass man nicht alles verbieten kann. Aber das, dass die Torah das erlaubt, die Torah toleriert es höchstens. Das heißt nicht, dass sie das gut findet. Also wenn die Torah uns sagt, du darfst 1, 2, 3, 4, 5 machen, heißt das nicht, dass es eine Mitzwa ist, das zu machen. Sondern du darfst. Aber auch in diesen Dingen muss der Mensch sich in Maßen halten. Denn wenn du zu viel davon hast am Schluss, du kannst dadurch fallen. Ja, die Torah verbietet nicht Alkoholgenuss. Das heißt, der Mensch kann sich jetzt ansaufen. Nein, kann er nicht. Aber die Torah erlaubt. Und die Torah erlaubt, weil sie weiß, sie kann nicht Nein sagen, weil das ist nun mal eine Begierde, wo die Torah gesagt hat, ich lasse ein bisschen locker. Das heißt aber nicht, dass es eine Mitzwa ist zu trinken. Ja, es gibt ein paar Tage im Jahr, wo es eine Mitzwa ist. Aber nicht wegen dem Trinken, wegen einer anderen Sache. Also nicht alles, was ich darf, heißt, ich muss. Es gibt ein bekanntes Sprichwort, Chassidim haben das unter sich gesagt, Masche Asur Asur, Masche Mutar Meyutar. Deutsch, was verboten ist, ist verboten, was erlaubt ist, ist überflüssig. Ja? Mutar Meyutar. Es ist erlaubt, nochmal, nicht was du machen musst, mit Wort musst du machen, also muss. Aber das, was nur erlaubt ist, ist überflüssig. Gelungen. Nicht, was erlaubt ist, muss ich machen. Weil auch hier die Torah sagt, nicht alles, was du
Nicht alles, was die Tora dir erlaubt, das heißt, du musst das machen. Doch, so viel zu den Gesetzen über Sklaven und so weiter. Aber wir wollen jetzt ein bisschen tiefer Bezug nehmen, was wir vorher schon erwähnt haben. Ein Sklave, der bleiben möchte bei seinem Herrn. Was macht man mit ihm, wie gesagt? Man nimmt sein Ohr, zack, und macht ihm ein Loch in das Ohr. Und so muss er dann herumlaufen sein ganzes Leben. So, Bemet, eigentlich das, ihr habt vorher ein bisschen so geschaut. Bemet, ihr habt recht, eigentlich das sehr brutal. Was ist das für eine... Wir nehmen hier einen Menschen und wir demütigen ihn auf eine solche Weise. Wo haben wir das noch in der Tora gefunden? Es gibt nicht noch ein Verbot in der Tora, wo ein Mensch es übertritt und so gedemütigt wird. Macht ihm ein Loch irgendwo oder so. Das hört sich ein bisschen sehr, sehr primitiv an, sehr, sehr, sehr brutal auch. Gelöst wie ein Tier, du machst ihm ein Zeichen und fertig. Ma, Kavana. Rabbi Yochanan, so bringt Rashi vor Ort. Rabbi Yochanan ben Zakkai, so sagt er. Ozen so shama be'ar Sinai, ki lib ne Israel avadim, velach bekana adom le'atzmot tiratza, wie wir gesagt haben. Rabbi Yochanan ben Zakkai sagt, dieses Ort, das gehört hat am Berg Sinai, denn die Kinder Israels sind meine Sklaven, Gottes Sklaven, und er ist gegangen und hat sich einen Herrn gekauft, tiratza soll bestraft werden. Dafür, dass es gehört hat, ich bin dein einziger Herr und du hast den anderen Herrn gekauft, Kacha. Aber Bemet, warte, am Berg Sinai hat das Ohr nicht noch andere Dinge gehört. Am Berg Sinai haben wir auch gehört, du darfst nicht morden, du darfst nicht brechen, die Tora sagt, du darfst nicht unkosche essen, du darfst nicht Schabbat brechen. Und alle diese Dinge hat das Ohr auch gehört. Nun, warum machen wir nicht auch dem Ohr in diesen Dingen so? Gerade nur hier, weil der Mensch sich gekauft hat, einen Herrn, so eine Strafe war. Welche Bedeutung hat das? So, aber es gibt darauf mehr, das ist einmal eine Frage. Warum gerade deswegen? Weil er sich als Sklave verkauft hat. Warum nicht andere Sachen? Zweitens, warum erst nach 6 Jahren? Er hat sich doch zum Sklaven verkauft, schon von Anfang an. Warum warten wir 6 Jahre? Und dann, wenn er länger bleiben möchte, wir machen das. Schon von Anfang an müssen wir ihm das machen. Wann hat er sich gekauft, einen Herrn? Als er geklaut hat und nicht zurückzahlen konnte, als er verarmt ist und sich selbst verkauft hat, dann hat das ja begonnen. Wir müssen eigentlich von Anfang an ihm schon diese Strafe geben. Wenn wir sie schon geben, warum erst nach 6 Jahren? Wieso nicht von Anfang an? Dritte Frage, warum wird das gemacht bei der Tür? Gut, wir haben vorher erklärt, Tür, Mezuzah, okay, das ist so eine schöne Andeutung. Aber nichtsdestotrotz, das ist eine Halacha, das muss bei der Tür sein. Willst du ihn erniedrigen, dann mach ihn im Pferdestall. Das ist noch erniedrigender. Warum an der Tür und an der Ausgangstür, Kilo, nicht? Er kann auch gehen. Oh, interessant, okay, Tür. Und vierte Frage, warum Rashi bringt seine Erklärung in der Torah und normalerweise Rashi, er sagt nicht, wer etwas sagt. Rashi bringt eine Erklärung, und damit der Mensch das lesen kann, fließend, er bringt sie ohne zu sagen, wer das gesagt hat. Rashi bringt diesmal eine Erklärung, das Ohr, das gehört hat am Berg Sinai, soll bestraft werden. Rashi kommt und auch sagt, wer das gesagt hat, nämlich Rabbi Yochanan ben Zakkai. Und die Frage ist, warum gerade hier Rashi hält es für notwendig, zu erwähnen, wer das gesagt hat. Normalerweise Rashi erwähnt nicht die Namen. Damit man lesen kann fließender, ohne dass immer Ebsian erwähnt werden. Aber gerade hier in dieser Sache, in dieser Thematik, Rashi erwähnt auch, wer das gesagt hat. Wir wollen das verstehen. Wir haben also 4 Fragen. Erstens, warum so eine Demütigung für gerade diese Sache, dass der Mensch sich zum Sklaven verkauft hat. Zweitens, warum erst nach 6 Jahren. Drittens, warum gerade an der Tür. Und viertens, warum ist es so wichtig zu wissen, dass Rabbi Yochanan ben Zakkai das gesagt hat. Er hat von ihm gehört, Yochanan ben Zakkai. Und wir werden noch über ihn reden. Das ist sehr wichtig, wir werden noch unsere Geschichte lernen jetzt. Warum gerade er und was er mit dieser ganzen Geschichte zu tun hat. Okay. So. Wir jeden Morgen sagen eine Bracha. Wir sagen viele Brachot in der Früh. Eine der Brachot, die wir sagen, ist Shelo Asani Avet.
Wir danken Gott jeden Morgen in der Früh, dass er uns nicht zu einem Sklaven gemacht hat. Früher war das üblich, wissen wir. Wer kein Sklave war, er war sehr privilegiert, ein freier Mann. Wir danken Gott jeden Tag dafür. Birkot HaShachar, Shiloh San Yavet. Wer bemerkt, ein Sklave zu sein, ist das allerniedrigste Niveau, das ein Mensch erreichen kann. Ein Mensch, der seine Freiheit verkauft, um ein Sklave zu sein, es gibt nichts Niedrigeres als das. Denn, weißt du, ein Sklave ist ja nicht nur ein Arbeiter, der arbeiten muss. Ein Sklave ist ein Mensch, der keine Freiheit mehr hat. Es kann sein, dass von der Arbeit ein Sklave und ein Angestellter ist vielleicht dasselbe. Von der Arbeit. Ein Angestellter muss ja auch arbeiten. Ein Sklave arbeitet nicht 25 Stunden am Tag. Er hat auch seine Ruhezeiten, er hat sein Bett, er hat sein Essen. Ein Angestellter, ein Butler, ja, ist mein Butler bei dir zu Hause. Er schläft dort, er isst dort. Oder eine Pflegerin, glaube ich eine. Sie haben dort ein Jahr, wie viel auch immer. Also ein Sklave macht vielleicht nicht mehr Unterrichtung, gibt es einen großen Unterschied zwischen einem Angestellten und einem Sklaven. Ein Angestellter kann gehen, wann er möchte. Kann sagen, ich möchte nicht mehr arbeiten. Und er geht. Niemand kann ihm sagen, du musst bleiben. Angestellter kann, wenn er keine Lust hat, zu sagen, ich komme nicht und er schuldet niemandem Rechenschaft. Er kriegt kein Gehalt, er kann kündigen und fertig. Nie, oder vielleicht irre ich mich, sagte Ismir. Gibt es ein Gesetz, dass jemand verpflichtend ist, zu arbeiten bis Vertragsschluss? Genügungsfrist. Nein, aber es gibt, niemand kann dich zwingen, du musst. Okay, man wird dir vielleicht weniger auszahlen. Vielleicht hat das Konsequenz, dass du nicht das Geld bekommst, das du verdienst. Aber niemand kann dich zwingen, zu sagen, du musst bleiben. Oder doch? Es gibt nicht so eine Sache. Aber ein Sklave nicht. Das ist der große Unterschied. Ein Sklave, er verkauft seine Freiheit. In anderen Worten, ein Sklave war bereit, sein Leben unter die Kontrolle von anderen zu geben. Jeder andere Mensch hat Kontrolle über sein eigenes Leben. Er kann machen, was er möchte. Das ist seine Entscheidung. Ein Sklave nicht. Ein Sklave hat sein Leben, die Kontrolle über sein Leben verkauft an andere Menschen, sogar wenn es Zeit beginnt ist. Er ist nicht der, er entscheidet für sein Leben, sondern etwas Äußerliches, ein äußerer Faktor entscheidet für sein Leben. So. Für uns als Menschen heute ist das natürlich unakzeptabel. Aber vor allem für die Torah, aus jüdischer Perspektive, ist das das Allerschlimmste, was einem Menschen passieren kann. Wir haben bekommen die Torah letzte Woche. Was sagt uns die Torah? Die Torah sagt uns, du bist ein freier Mensch. Was bedeutet ein freier Mensch? Du warst vorher ein Sklave in Ägypten. Jetzt gebe ich dir die Torah. Du durch die Torah wirst ein freier Mensch, das auszudrücken, was du bist, nämlich deine Seele. In Ägypten konntest du deine Seele nicht ausdrücken. Es gab dort keine Religionsfreiheit. Das Schlimme in Ägypten war nicht die physische Versklavung, es war vor allem die seelische Versklavung. Und wir haben die Torah bekommen und Gott sagt deinen Menschen, ab jetzt hast du die Freiheit, du zu sein. Du hast die Freiheit, das auszuleben, was du wirklich bist. Die Leute denken, das ist paradox. Welche Freiheit ist das, wenn man so viele Mitzvot machen muss? Wir denken, was bedeutet Freiheit? Ich kann tun, was ich möchte. Aber die Torah bringt uns Freiheit. Die Torah bringt uns eigentlich, sie macht uns zu Sklaven von Gott. Egal, das ist vielleicht was Gutes, aber inwiefern sind wir frei, wenn wir die Torah haben? Aber nein, die Torah sagt uns, du bist frei geworden durch die Torah. Denn ohne die Torah, deine Seele hat sich nie ausdrücken können, weil sie wusste nicht wie. Deine Seele war gefangen. Mit der Torah gibst du deine Seele die Möglichkeit, frei zu sein. Ja, überhaupt, das Thema Freiheit ist sehr relativ. Freiheit ist ja nicht gleich Freiheit. In einem Wort bedeutet Freiheit, dass der Mensch sich ausdrücken kann. Sich ausdrücken kann. Jede Sache auf der Welt hat seine eigene Freiheit. Aber am Schluss, unterm Strich, bedeutet immer Freiheit, sich auszudrücken. Eine Pflanze, ihre Freiheit bedeutet, dass sie wachsen kann, nach oben. Aber sie braucht nicht sprechen, braucht nicht denken, braucht nicht Bewegung. Das ist für sie relevant. Sie braucht ihr Wasser, ihre Sonne und einen Platz zum Wachsen. Aber für ein Tier ist das ein Gefängnis. Ein Tier muss sich auch bewegen. Das reicht einem Tier nicht. Und ein Mensch, dem reicht auch nicht das Essen, das du ihm gibst und die Bewegung. Er möchte denken, er möchte hier seinen Kopf verwenden, er möchte selber entscheiden, deinen Intellekt verwenden.
Ja, und für einen jüdischen Menschen, der eine göttliche Seele hat, seine Freiheit bedeutet, dass er seiner Seele Ausdruck geben kann, dass seine Seele arbeiten kann. Das ist nicht Torah mit Zohar, das ist die Torah. Für die Torah das aller, der allergrößte Wert, das Größte, was uns die Torah geschenkt hat, ist, dass wir frei sein können. Deshalb für die Torah ein Sklave zu sein, ist das allerniedrigste Niveau. Aus diesem Grund, wenn ein Mensch kommt und entscheidet, ich möchte ein Sklave sein, dann sagt ihm die Torah, sagt mir, schämst du dich nicht? Ich habe dir die Freiheit geschenkt, dass du selber Kontrolle haben kannst über dich. Wir dürfen nicht vergessen, ein Mensch, der sich zum Sklaven verkauft, er macht keine Mitzvot. Er ist von den Mitzvot befreit. Die Sünden darf er nicht übertreten, aber er darf auch keine Mitzvot machen. Weil jetzt muss er arbeiten, er hat nicht Zeit, dreimal am Tag zu beten, Tefillin zu legen und so weiter. Es kommt dieser Mann und sagt, ich möchte ein Sklave sein. Gott sagt ihm, ich habe dir die Möglichkeit gegeben, frei zu sein. Und du kommst und wirfst diese Freiheit in den Mistkübel. Dafür soll dein Ohr, alle sollen wissen, dass du auf das Allerheiligste, was Gott einem Menschen gegeben hat, verzichtet hat. Du hast dich entschieden, dass du kein freier Mensch mehr sein möchtest, für 1, 2, 3, für was auch immer. Aber wie konntest du das Allerwertvollste wegschmeißen für andere Sachen? Denn ohne Freiheit, der Mensch ist kein Mensch. Ohne Kontrolle über sich zu haben, er ist kein Mensch. Was unterscheidet Mensch von Tier? Freiwahl. Nicht nur Freiwahl, ich will es noch mehr. Tiere auf der Welt sind dazu da, um Menschen zu dienen. Gott hat die Welt erschaffen und alles, was auf der Welt ist, damit sie untertan den Menschen sind. Das ist der Segen, den Gott gegeben hat, Adam und Chava. Sie sollen herrschen über alle Tiere. Und nicht nur Tiere, über alle Bäume. Alles, was Gott erschaffen hat, hat er erschaffen für den Menschen. Sie alle haben keine Freiheit. Sie sind unsere Untertanen. Man muss auf die Erde aufpassen, weil wir leben hier. Es gibt Tierquälerei, die ist verboten. Aber am Schluss haben Tiere nicht eigene Rechte. Sie gehören den Menschen, gell? Der Mensch macht damit, wofür er das braucht. Also der Unterschied zwischen Mensch und Tier ist, dass Tiere keine Freiheit haben. Sie wurden erschaffen, um untertänig zu sein. Ein Mensch wurde erschaffen, um frei zu sein. Um selber entscheiden zu können, um aufzubauen, zu produzieren, wählen zu können, den richtigen Weg. Das ist der Mensch. Und er hat das verkauft, er hat das gelogen. Er war bereit, darauf zu verzichten. Deshalb wurde er gebrandmarkt. Mit am Ohr, dass alle sollen sehen, dass das nicht okay ist. Alle sollen wissen, schau, das ist nicht okay. Ein Mensch darf das nicht machen. Das ist Nummer eins. Deshalb am Ohr und deshalb gerade dafür, dass er sich verkauft hat als Sklave. Nur weil jede andere Sünde der Mensch macht, okay, er fällt, Menschen fallen, machen Sünden. Alles haben wir am Berg Sinai gehört. Aber diese Sache, dass der Mensch sich selber zum Sklaven verkauft hat, er das Allerwertvollste verkauft, das die Torah ihm gibt, deshalb am Ohr. So, zweitens, wir haben gefragt, warum machen wir das erst nach 6 Jahren? Wir müssten das doch schon von Anfang an machen. Nein, die Torah, sie versteht auch, ein Mensch kommt in eine Situation hinein, es fällt ihm schwer. Er hat nichts zu essen und so. Okay, der Mensch, er verkauft sich zum Sklaven, um sich aufzubauen. Aber jetzt, wo er die Möglichkeit hat, frei zu kommen, jetzt, wo er die Möglichkeit hat, wieder selbst wählen zu können, wieder mit Wort machen zu können, wieder seine Seele Ausdruck geben zu können, und er macht es trotzdem nicht, jetzt sagt man ihm, du kannst hier gehen, musst hier nicht bleiben. Gerade jetzt nach 6 Jahren, wo er die Möglichkeit hätte, aus seiner Lage rauszukommen, genau, unsere Manieren, weil Gott, sehen Gott, er gibt uns diese Zeit, wo wir die Einsicht, wo wir lernen sollen, was ist der richtige Weg. Er sagt nicht, du bist geboren, mach. Dann sagt Gott, okay, er soll selber draufkommen, was das Richtige ist. Ich gebe ihm diese Zeit, wo er selber draufkommen kann. Nicht von Anfang an, ich mache ihn. Auch hier, dieser Sklave hat 6 Jahre Zeit gehabt, zu verstehen, was sein Fehler war. Er hatte keine Wahl, Gott versteht, er hat seine Triebe, er hat seine Schwächen, er hat seine inneren Konflikte. Besede, er gibt ihm. Aber nach 6 Jahren hätte der Mensch wissen müssen, nach 6 Jahren ist die Zeit zurückgekommen, dass ich wieder das bin, was ich eigentlich sein sollte. Ein freier Mensch. Wieder mit Zwot machen kann und so weiter. Und er wollte nicht. Deshalb wird es nach 6 Jahren gemacht.
Und wir haben gefragt, warum wird das in der Tür gemacht? Also das hast du auch vorher gesagt, also erklärt doch der Clearcard. Es wird vor der Tür gemacht, weil der Menschen, man will den Menschen sagen, siehst du, hier ist die Tür, du kannst doch gehen. Die Tür, du kannst jetzt frei sein. Du musst nicht hier bleiben. Hier ist die Tür, du hast die Möglichkeit, rauszugehen. Nütze die Öffnung, die man dir gegeben hat, die Möglichkeit, die man dir gegeben hat, frei zu sein, ein freier Mensch zu sein. Und du willst nicht, deshalb soll es am Eingang der Tür gemacht werden. Dort, wo du frei sein könntest, hast du dich entschieden, dass du trotzdem ein Gefangener sein möchtest. Ja, manchmal, Gott gibt uns die Möglichkeit, frei zu sein. Auch nachdem wir in unserem Sumpf sind, sagt hier, ich gebe dir Fenster, wo du rausspringen kannst. Im Gebet, Shur Torah. Wir sind doch alle Sklaven in dem, was wir machen. Wir kommen noch dazu. Auf Gott gibt uns Öffnungen, wo wir rausspringen können. Jetzt kannst du frei sein. Jetzt hast du die Möglichkeit, das zu sein, was du sein solltest. Und nicht ein Sklave von all den Wunderungen. Der Mensch nützt es nicht aus. Soll an der Tür sein Ohr mit einem Loch versehen werden. Und sie haben die vierte Frage gestellt, warum gerade Rabbi Yochanan ben Zakkai? Wer ist dieser Rabbi Yochanan ben Zakkai gewesen? Nicht. Ein Mensch kann ja trotzdem sagen, Schma, der Sklave ist ein Sklave. Nur hat es schwer. Er hat sich schon gewöhnt, die 6 Jahre in seinen Herren. Er möchte nicht gehen. Also dieses Leben als Sklave zu sein, gefällt ihm. Keine Mitzvot. Er hat keine Verantwortung. Er muss nicht einmal frei wählen. Sogar diese Verantwortung hat er nicht mehr. Das Richtige, eine Entscheidung zu treffen. Ich möchte so bleiben. Wie kann ein Mensch sich befreien nach 6 Jahren? Da kommt Rashi und sagt, schau dir Rabbi Yochanan ben Zakkai an. Schau dir diese Persönlichkeit an und dann verstehst du, dass auch ein Mensch von ganz, ganz unten in einer Situation, die aussichtslos scheint, auch dort kreativ sein muss, um sich zu befreien. Rabbi Yochanan ben Zakkai, ein bisschen Geschichte, wer war das? Das war eines der größten Gelehrten am Ende des zweiten Tempels. Er hat gelebt zur Zeit, es war Krieg, die Römer haben schon Jerusalem belagert. Es war kurz vor der Zerstörung des zweiten Tempels. Er hat gelebt zu dieser Zeit und er hat gewusst, er hat schon gedacht an den Tag danach, nachdem der Tempel zerstört wird, wie wird das jüdische Volk überleben? Wie wird die Torah überleben? Er war einer der Nachkriegszeit, nach der Zerstörung des Tempels, der Anführer von Am Israel, der das alles gehalten hat. Zu so einer sehr, sehr schlimmen, katastrophalen Zeit. Okay? Das jüdische Volk zu halten, die Torah zu halten nach der ganzen Zerstörung. Und die Torah, die Gemara erzählt über ihn, Masechet Gittin, Sachen, wo wir sagen, fast unmöglich, nicht zu glauben. Er hat gelebt in Jerusalem. Die Römer waren draußen, haben die Stadt belagert. Und in Jerusalem gab es Krieg. Es gab 2 Gruppen. Die Prushim und die Kanaim, 2 jüdische Gruppen. Deren waren die Kanaim, die Zeloten, so wie wir auf Deutsch sagen. Das waren diese Fanatiker, diese Rechtsextremisten. Ja, sie wollten Krieg. Krieg bis zum Ende. Da gab es die Prushim, das waren die Einsichtigeren. Wir wollen nicht Krieg, wir machen lieber Frieden. So retten wir die Stadt, retten wir den Tempel. Aber sie wollten nicht. Und ja, die Zeloten waren natürlich, sie waren die Stärkeren, sie waren bewaffnet und so weiter. Die anderen waren mehr die Gelehrten und die einfacheren Leute. Und jeder, der aus der Stadt rausgegangen ist, wurde umgebracht. Ein Jude konnte nicht rausgehen aus der Stadt, sich ergeben oder sowas. Aber er musste sterben bis zum Ende. Und die Armut war in der Stadt, Armut, Elend, das war eine Katastrophe dort. Der Talmud, er erzählt detailliert über eine Frau, eine der Reichsten, die mal reich war. Sie hieß Martha Bat Bitus. Und sie war eine der reichsten Frauen in der Stadt. Und sie hat geschickt ihren Sklaven, dass er holt für sie Mehl. Weißes Mehl. Er hat gesagt, es gibt nichts mehr. Nur noch schwarzes Mehl. Vollkornmehl in unserer Sprache. Vollkornmehl auch schon zu Ende. Gibt es auch nicht mehr. Nur noch irgendein anderes, Maismehl oder so. Auch nicht mehr. Er ist schick und dann, sie wusste, sie ist rausgegangen und hat zu essen gesucht. Sie hat ausgetrocknete Datteln. Dann begonnen sie zu lutschen. Das war für sie so eklig, dass sie vor Ekel gestorben ist. Oft ist gespannt gestorben, weil sie war eine reiche Frau. Gell? Du sagst, ja, selber schuld, weil sie so verwöhnt war. Weil die Situation war so, weil es gab kein Mehl, es gab gar nichts. Dann noch ein bisschen Geschichte, dass ihr wisst, die,
Jerusalem hatte viele Reserven von Weizen. Es gab in Jerusalem Weizenreserven, die reichen würden für viele, viele Jahre. Was ist passiert? Die Zeloten haben alles niedergebrannt, um das Volk zu zwingen, auf ihre Seite zu gehen. Sie selber haben sich das angetan. Grausame Geschichten. Wochenende Messaker hat das gesehen. Er hat gewusst, er muss rausgehen, um zu verhandeln mit ihnen, weil sie haben nicht gelassen, aber er konnte nicht. Was hat er gemacht? Er hat sich selbst totgestellt. Er hat seinen Schülern gesagt, ihr müsst alles verkünden, dass ich tot bin, nur so kann ich raus. Leichen muss man ja raustragen, nicht in der Stadt lassen. Er hat sich als totgestellt. Wäre tot. Man hat allen gesagt, er ist tot. Er hat sich gelegen in dem Bett, die Schüler haben ihn rausgetragen und nur so konnte er rausgehen und verhandeln mit dem römischen Feldherrn Titus. Er wurde dann Kaiser und hat ihm gesagt, ich verhandle mit dir, schau, ich weiß, Jerusalem ist verloren. Da gib mir zumindest Javne und ihre Gelehrten. Javne war auch eine Stadt von Talmidei Chachamim. Zumindest gib mir das. Und man war mit ihm einverstanden. Er hat ein paar Wunder dort gemacht und erst aus Alklu, Rabbi Yochanan ben Zakkai hat in einer Zeit gelebt, wo alles aussichtslos war. Und alles war zerstört. Und er hatte Eloya Milidaber. Und er hat von dieser Situation, wo man der Mensch sagt, das hängt gar nicht mehr von mir ab, er hat von dort alles neu aufgebaut. Und Rashi bringt uns ihn als Beispiel, um zu sagen, wenn du glaubst, dass du gefangen bist in dir und du kannst dich nicht mehr verändern und du bist ein Sklave und du möchtest lieber so bleiben, wie du bist, schau dir Rabbi Yochanan ben Zakkai an, er hätte auch sagen können, nicht meine Verantwortung, nicht meine Dings, ich rette mich und meine Seele und erledigt. Er hätte ja auch fliehen können danach, aber er hat gesagt, nein, ich baue dort neu auf. So, deshalb Rashi hat uns gebracht, Rabbi Yochanan ben Zakkai, als Beispiel für einen Menschen, der eigentlich nichts mehr zu verlieren hatte und trotzdem alles von neu aufgebaut hat. Praktisch, was ist das für uns? Wir alle, wir reden über Sklaven von damals und wir wissen heute, dass wir alle selber Sklaven sind. Gell? Es gibt 24 Stunden am Tag, wir arbeiten 25 davon. Der Mensch, er kommt nicht frei. Er ist beschäftigt mit dem. Wir sind so versklavt mit all unseren Beschäftigungen, aber das alles hat einen Preis. Wir wollen erfolgreich sein, wir wollen so viel im Leben erreichen. Am Schluss zahlen wir dafür einen sehr hohen Preis. Wir bevorzugen das Dringende vor dem Wichtigeren. Alles ist uns dringend, aber wir vergessen, es gibt doch Dinge, die sind wichtig. Und das Wichtige vernachlässigen wir. Was ist da? Jetzt machen wir arbeiten und wir haben keine Zeit für die wichtigen Dinge. Noch ein paar Jahre werden vergehen, wir werden zurückschauen und sagen, ich habe meine Zeit vergeudet, meine Ehebeziehung ist am Boden zerstört, ich habe in eine Frau nicht investiert. Meine Kinder kenne ich eigentlich gar nicht. Weil immer, wenn sie was von mir wollten, ich hatte keine Zeit, mein Geld in die Hand gerührt, geht was kaufen, lasst mich in Ruhe. Und der Mensch, er. Und meine Seele überhaupt, dann habe ich an meine Seele gedacht. An die Torah, mit Zot. Der Mensch wird immer, bis er Kraft hat, vergeudet er seine Zeit in weltlichen Dingen. Und dann, wenn er schon keine Kraft mehr hat, hat er auch keine Kraft mehr, Torah zu lernen. Und die Kinder kann er nicht mehr erziehen, weil ab 12, 13, 14 machen sie eh schon, was sie wollen. Gell? Und mit 50 sind deine Kinder schon alle groß. So, der Mensch, er ist ein Sklave von all dem rundherum. Er muss aber wissen, dass Gott gibt den Menschen Gelegenheiten und sagt ihm, hier ist die Tür, 6 Jahre sind vorbei, jetzt kannst du frei sein. Nachon, Gott versteht, dass wir beschäftigt sind mit der Weltlichkeit. Die Tora sagt, 6 Tage sollst du arbeiten. Erst arbeitest du 6 Tage, bis geht einen 7. Tag. Da musst du dich ausruhen. Nicht für mich, für dich. 6 Tage arbeitest du, da bist du gefangen als Sklave in der Weltlichkeit. Aber der 7. Tag, ich mache dir die Tür auf. Geh, sei frei. Nimm dir einen Tag Ruhe für deine Seele, für deine Familie, für deine Frau, für deine Kinder. Einen Tag gebe ich für dich. Das ist eine Zeit, wo du frei sein kannst. Das hat nichts für mich, für dich. Und ein gescheiter Mensch, er nützt das aus. Er weiß, dass er diese Tür, er geht diese Tür lieber durch, anstatt dass er sagt, ich möchte weiterhin ein Sklave sein. Auch an dem 7. Tag bleibe ich ein Sklave und dann beginnt alles von neu und so. Er wird ein Sklave, ist die ganze Zeit ein Sklave und er checkt niemals, dass Gott ihm immer wieder sagt, es gibt Gelegenheiten. Schabbat ist ja nur ein kleines Beispiel. Aber Gott gibt den Menschen immer diese Gelegenheiten, wo er ihm sagt, du bist weltlich und ich verstehe das, weil der Mensch muss, er lebt hier. Aber nütze Gelegenheiten, wo du frei sein kannst, wo du kein Sklave sein musst. Wenn das eine Torahstunde ist, wenn es eine Mitzwa ist, wenn es ein Gebet ist,
wenn es etwas ist, wo du sagen kannst, oh, jetzt weiß ich, ich mache das für meine Neshama, ich mache das für meine Seele, ich mache das für, nicht für Gott, ich mache das, damit ich weiß, dass ich frei sein kann. Ja, das ist das, diese ganze Geschichte mit dem Sklaven, der nicht rausgehen möchte, das ist, sind wir. Wir sind diese Sklaven, aber Gott sagt, wir sollen rausgehen. Wir sind Sklaven, wir haben leider keine andere Wahl, wir leben nun mal in dieser Welt. Aber nach 6 Jahren, und jeder diese 6 Jahre, willst du dich definieren, wie lange das dauern soll, gibt es eine Zeit, wo Menschen sagen dann so, jetzt muss ich frei sein, jetzt muss ich rausgehen. Chazakim uburim diro. Zavoch.